Am ersten Swiss Cup vor Saison. Es sind mehr als 100 Fahrer am Start und es ist wirklich ein richtiges Weltcup-Feld. Ich freue mich auf die neue Strecke. Der Anfang des Rennens war eigentlich recht gut. Als ich dann mal fahren konnte, war ich ein bisschen übermotiviert und habe versucht, recht viele Gruppen einzuholen. Und für das Rennen halt in Höhe stattfindet, war es halt ein bisschen zu viel. Vom einen auf den anderen Moment war die komplette Energie weg. Jetzt gilt es zu erholen und ich freue mich schon auf das nächste Rennen nächste Woche, das ist die Schweizmeisterschaft.